Unsere Präsentation ist nun bereit und jetzt geht es um die Vorbereitung des Vortrags. Du wirst deine Vortragsnotizen auf einem Zettel oder auf kleinen Kärtchen vorbereitet haben. Ich nutze jeweils die Notizen direkt in der PowerPoint-Präsentation. Unter den jeweiligen Folien hast du nämlich hier Platz für die Vortragsnotizen. Ich verwende sehr knappe Stichworte, weil ich ja eigentlich den Inhalt thematisch völlig beherrschen sollte, reichen mir ganz knappe Hinweise zum Inhalt. Wie du diese Notizen nun effektiv nutzen kannst, werde ich dir gleich zeigen. Vorher aber noch einen kurzen Blick auf die Monitoreinstellungen, das ist ganz wichtig. Wenn dieses Symbol hier nicht erscheinen sollte, so findest du es in Systemeinstellungen, Monitore. Hier musst du einen Haken setzen. Und hier gibt es im Prinzip, wenn du einen externen Monitor oder eben einen Beamer angehängt hast, zwei Möglichkeiten. Das eine ist jetzt eingestellt, dass jeder Bildschirm unabhängig voneinander funktioniert. Und wenn ich also hier durchfahre, dann siehst du auf dem zweiten Monitor meine Maus, meinen Mauszeiger. Das heißt also, der Bildschirm geht rechts auf dem externen Bildschirm weiter. Wenn du die Synchronisation einschaltest, so zeigen beide Bildschirme das identische Bild. Nun könnte man meinen, das sei die richtige Einstellung für eine PowerPoint-Präsentation. Ich schalte normalerweise die Synchronisation aus. Und wenn ich jetzt die Präsentation starte, mit entweder Bildschirmpräsentation von Anfang wiedergeben oder von der aktuellen Folie mit den entsprechenden Kurzbefehlen, Befehl Umschalt Enter oder nur Befehl Enter, beziehungsweise diesem Symbol hier unten oder als letzte Möglichkeit dieser Play-Knopf. So wird eben, wie du siehst, auf dem externen Bildschirm die aktuelle Folie wiedergegeben. Und auf deinem Laptop hast du ebenfalls die aktuelle Folie. Hier unten hast du die Präsentationsnotizen. Du kannst sie noch ein bisschen größer machen, damit sicher alles Platz hat. Du hast die abgelaufene Zeit. Und du siehst schon die nächste Folie. Du kannst dich also sehr gut eben auch auf eine Pointe vorbereiten. Und so hast du permanent eigentlich die volle Kontrolle über deinen Vortrag. Ich finde das halt doch sehr, sehr praktisch und deshalb schätze ich eben die Präsentation im nicht synchronisierten Modus. Falls du jetzt keinen Beamer angeschlossen hast, kannst du diese Darstellung trotzdem testen, nämlich über Bildschirmpräsentation, Referentenansicht. Und so kannst du dich sehr gut auf deinen Vortrag vorbereiten. Mit Escape verlässt du diese Ansicht wieder, beziehungsweise mit einem Klick auf Präsentation beenden. Ja, und jetzt geht's ums Üben, Üben, Üben. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Vortrag.